Ich habe. Bin ich zu so einer Insel gegangen? Warte, ich schau mal, wo es auf der Karte war. Da war das nicht. War es da unten? Ne. Wo war denn das? Ja, hier genau. Weil ich habe dann halt. Bin auf diese Insel gewesen, habe da einfach nur diese komischen Statuen gesehen, die da rausragen. Wie ich es wohl jetzt gemerkt habe, ist dann irgendwo da zwischen diesen Statuen so ein komischer Hebel. Den muss ich halt umlegen und dann kann ich eine Statue hochkriegen. Und das sind, jetzt gehe ich wieder rein. Das sind diese Statuen. Diese komischen Dinger, die über Gräber steht. Diese komischen Menschen, die. Ja, wo jetzt 1 von 12 steht. Wusste ich vorher nicht. Gut zu wissen. Ich habe wahrscheinlich auch nur 5 oder 6 übersehen. Scheiße. Naja. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir einfach weiter. Und zwar nach Prospero Dankes. Sie stellen sich gut an gegen die schwarze Hand. Noch ja. Neue Leistungsbenachrichtigung. Schön. Hui. Hey Rico, du solltest dir mal die Fabrik Prospero Tankes ansehen. Ist ganz in deiner Nähe. Unsere Armee könnte ein paar weitere Panzer gut gebrauchen. Oh. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich stelle ein paar Infos für dich zusammen. Das will ich hoffen. Hallo? Hallo? Prospero Tankes. Sargento, ich bin bei Prospero Tankes. Bevor wir die Fabrik übernehmen, müssen wir uns die Panzerblaupausen und die Waffendesigns holen. Gib mir die Koordinaten. Du musst in einen unterirdischen Bunker eindringen, um an die Panzerblaupausen zu kommen. Die Waffendesigns sind sicherlich in der Forschungsabteilung im Norden. Schön. Ich melde mich, wenn ich sie habe. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Hallo? Erreicht den Aufzug in der Fabrik. Ziel angreifen. Ziel nicht in Sicht. Der Aufzug hat keinen Saft. Toll. Sie wollen verhindern, dass du in den Bunker kommst. Finde die Sicherungen und schalte den Strom wieder ein. Autsch. Hallo? Ja, mach. Ich muss. Hallo. So? Ja, so. Da will sie verarschen. Ich wiederhole, Feind hat keinen Panzer. Hallo? So. Wo noch? Ey. Schön. Nee. Ach, nicht schon wieder. Nein. Geht doch. Oh. Ach komm. Ah! Ne! Leg mich doch! Wo ist der Panzer? Da ist der Panzer! Da willst du verarschen! Toll! Hallo! Oh! Achso! Hier war irgend. Wir waren noch Scharfschützen oder so. Da. Hä? Von unten? Oh. Was? Ach. Ja. Ja, komm, beruhig dich, Alter.
Okay. Das war ein Bug. Hui. Habe ich das Richtige? Ich habe das Richtige. Ja, habe ich doch. So. Ich glaube, der Panzer hat mich entdeckt. Oh ne, doch. Die Tarn ist es. War mal halb lang. Warte. Hui. Okay. Dumme Idee. Ja. Jetzt geh reiner. Ach ja, genau, wenn ich schon da drin bin. Da oben? Was? Oh, hä? Haben wir gebrannt? Ich achte viel zu wenig auf den Panzer, wenn ich im Panzer sitze. Ich merke es schon. Ja, wow, wenn es 20 wird, ist Bewegung ein Muss. Hui, oh, geil. Boah, also gut, dass man das mir sagt. Ich hätte das jetzt echt nicht gewusst. Ah, leck mich doch. Hallo. Hallo. Noch was? Nö. Ah. Buh. Geil, ist geil. Es ist voll. Wow. Ui. Echt schlau. Hallo? Das waren alle. Der Aufzug sollte jetzt wieder Strom haben. Cool. Bunker? Da. Sup. Tschüss. Bin auf dem Weg nach unten. Da unten sollte es eine Konsole geben, über die du an die Blaupausen für den Panzer kommst. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Alles klar. Wo? Eins. Verdammt. Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Wie halten die Dinger aus? Du gehörst mir. Schnauze. Ich gehöre niemand. Verpiss dich! Ui. Da ist sie. So. Hab die Panzerblaupausen. Toll. Bringt mir viel. Jetzt so rein, wie ich rausgekommen bin. Warte. Funktionieren die? Ich frag für einen Freund. An alle Einheiten der Schwarzen. Nette Ketten. Dann mal los. Nein. Nein. Ach, die Steuerung, ey.
Yay! So. Hä? Hm. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ist hier irgendwo ein Knopf? Hä? Bin jetzt gerade ein bisschen confused. Wohin muss ich denn jetzt? Ich hätte gesagt, ich muss wieder hoch. Aber das ist der Bumper und ich kann da nicht gegenbumpen. Gut, dann eben nicht. Ja, du bist auch schlecht und langsam. Nee, 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 nee. Oh, nicht sowas schon wieder. Sargento, ich brauche einen Pointman-Spähpanzer. Okay, Izzy markiert dir einen Punkt. Schau mal, ob du da in der Gegend einen finden kannst. Spähpanzer. Hallo? Ist das nicht so ein Sperrpanzer? Verzeihung. Das ist ein Luftabwehrpanzer. Bist du ein Sperrpanzer? Hallo? Danke. Ist auch keiner. Lass dich ruhig Zeit, dass eilt nicht, dass du kommen müsst. Oh, hi. Wo war noch einer? Ach, nehmen wir das gleich mal mit. So. Was? Niedlich. So. Komm ich da auch an? Ja, krieg ich auf. Das war nett. Wohin? Da. Ein Speerpanzer, okay. Sind das die Speerpanzer? Ne, ist Luftabwehrding. An alle Einheiten, Position halten. Ja. Hm. Danke. Bist du ein Schwerpanzer? Vielleicht. Hallo? Was ist? Oh nö. Ist das ein Sperrpanzer? Das sieht nach dem richtigen Panzer aus. Scheinbar ja. Yeah. Thank you.
Diese Hupe für den Panzer. So bitte. Nee, kein Radio hat er leider nicht. Was ist das für ein... Wo? So. Was war das denn für eine Drohne? Die war neu. Aber auch cool. Oh. Ich sollte mal hingucken, wo ich nicht hinfahre. Vor allem, wenn ich will, dass der Panzer noch heil ankommt. Alter, komm schon. Hallo? Steuerung? Nein. Wage es nicht. Wage es ja nicht, ich sag's dir. Die Tür ist auf. Sehr gut. Du musst mir mal zeigen, wie man diese Dinger fährt. Aber erst musst du die Waffendesigns finden. Jo. Sieht nach einem Design für eine leichte Kanone aus. Ich wage zu bezweifeln, dass es der gleiche ist. Hallo? Ich brauche einen Warchief Sturmpanzer, um hier reinzukommen. Boah, vielleicht gibt's einen in der Nähe des Eingangs der Fabrik. Ganz vielleicht. Rein zufällig wird da eventuell einer sein. Das kann er nicht sein, oder? Das ist ein schicker Panzer. Oh. Das ist genau mein Ding. Oh, das ist aktiv. Sicher, sicher. Ach, der ist schon. Ja, das müsste reichen. Alter, lässt sich auch fahren. Meine Güte. Noch was? Hier. Ach da. So. Von wo? Ach da. Ja, okay, ich fahr weiter. Das macht einfach irgendwie Spaß. Puh, diese Hupe, das passt überhaupt nicht. Bip, bip. Alter. Schwerfällig. Wo?
auch mit ihr. Mann, ist so fett geworden. Oh, hi. Und er fragt sie die Schwarzhand, warum sie verliert. Ne, ich sage nichts. Werde ich sagen, aber ich glaube, wenn die einen treffen, ist es schon längst vorbei. Ich bin drin. Halt nach einer Konsole Ausschau, über die du die Designs runterladen kannst. Mhm. Wird bestimmt schwierig sein. Oh, da ist er ja schon. Hab ein paar Artillerie-Designs gefunden. Sehr gut. Das war alles. Wir müssen nur den Transmitter ausfahren, damit Izzy die Blaupausen entschlüsseln kann. Der ist in der Nähe des Eingangs. Bin bereit. Transmitter! Ein Hoftransmitter! Wir müssen Transmitter! Panzer sind unterwegs, werden in Kürze eintreffen. Achso. Wie viel Transmitter kann man haben? Vor allem, ich möchte gerne wissen, was die Leute hier gedacht haben. Bei Square Enix und bei Apex. Was machen wir? Ach, komm, hau 50 mal die gleiche Mission rein, merkt schon niemand. Blum. Okay, der Transmitter wird hochgefahren. Stelle Verbindung her. Dagegen, oder? Wo? Oh, hi. Ach hier. Die Hälfte der Blaupausen ist entschlüsselt. Ich arbeite weiter am Rest. Der Transmitter ist ganz schön mitgenommen, Rico. Schnauze. Wir dürfen nicht zulassen, dass er deaktiviert wird. Panzer sind unterwegs, werden in Kürze eintreffen. Ah, wie viele? Ich versuch's ja, Izzy. Toll. Oh, schmeißen wir mal rein. Wie viel schmeißen wir rein? Ach, 150 Panzer. Ach mein Gott, ey. Das soll doch jeder doch locker schaffen im Schlaf. Also, okay, der Transmitter wird hochgefahren. Stelle Verbindung her. Das bringt überhaupt nichts. So. Die Hälfte der Blaupausen ist entschlüsselt. Ich arbeite weiter am Rest. Panzer sind unterwegs.
Hoho. Alter. Alter. Oh, hi. Achso. Freunde. Der Transmitter ist ganz schön mitgenommen, Rico. Wir dürfen nicht zulassen, dass er deaktiviert wird. Oh. Hi. Du auch hier. Du auch? Noch jemand? Hm? Wo? Ah. Geht doch. Tschüss. Oh. Nervig. Rico, dir gebührt mein Panzerdank. Was hast du gerade gesagt? Ich muss weg. Panzerdank? Schau mir das mal an. Das ist doch nicht mal ein Wortspiel. Beziehungsweise, wenn es ein Wortspiel sein soll. Das ist echt verdammt schlecht. Aber wirklich, wirklich verdammt schlecht. So Sarazza-Niveau. Entschuldigung. Das ist überhaupt nicht witzig, nein. Entschuldigung. So, treffen wir Lanza Morales. Laut Mira ist ihr Onkel Lanza Morales wieder in seiner Zelle in La Masmorra und möchte mit Rico über die Zerstörung von Zona Uno sprechen. Oh, genau. Wir fangen mit Zona 3 an. Ganz geil. Zuerst machen wir die dritte Zone, dann machen wir die erste Zone und dann ganz zum Schluss machen wir die zweite. Scheiß drauf. Hauptsache nicht irgendwie von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne. Fuck, jetzt kann ich nach. Ich charte mir einen Hubschrauber. Oder ein Kampfjet. Das geht natürlich auch. Ankönnen. Das war wirklich perfekt. Aber wirklich perfekt. Dann mal los. Feindlicher Flieger entdeckt. Waffen bereit machen. Hallo? Ich glaube, ihr wisst, was ich machen möchte, aber ich. Ah, Alter, die Steuerung. Das muss ich auch mal sagen. Die Steuerung in Just Cause 4 haben die echt verquanzt. Sag ja, alles schön. Hab einen weiteren Spion ausgeschaltet, Sargento. Ah. Diesmal was düsel. Ist es nicht wunderbar, dass wir diese modernste Technik verwenden, um dieses Geschwätz an Zuhörer in ganz Solis zu senden? Ja, sie werden dafür bezahlt. Hier ist die Thiago und Santiago Show. Willkommen zurück bei Thiago und Santiago. Wie geht's? Ich bin Thiago. Dann muss ich wohl Santiago sein. Ja, vermutlich. Santiago? Wie du weißt, würde ich mich als echte Leseratte bezeichnen. Nein. Nö. Das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass du viele Fernsehsendungen schaust, die auf Büchern basieren. Aber das ist nicht dasselbe. Eigentlich ist es genau dasselbe. Ich habe zum Beispiel alle Bücher über Diego den Heiligen gelesen. Ich weiß, wie alles endet. Ja, ja, das weiß doch jeder. In der Fernsehserie... Also bitte. Was war das denn? Oh, Tipp. Boom. Ja, klar, logisch. Logik darf man das Spiel nicht haben. Oh. Autsch. Verdammt. Zurück zu meiner Seite kommen. Ich
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal kämpfen würde. Ja, ja. Vor El Abismo hatte ich noch nie eine Waffe. Piep. Ach, das gehört jetzt uns. Ach so, cool. Ich kann immer noch nicht glauben, was er da an El Abismo getan hat. Wir können von Glück reden, dass er aufgetaucht ist. Hier hat doch vorher keiner was getan. Er kann Waffen benutzen oder nicht. Wie dem auch sei, das Ziel wird erledigt. Wir können von Glück reden, dass er aufgetaucht ist. Hier hat doch vorher keiner was getan. Oh, sorry. Loswerden? Ich will nicht mehr darüber reden. Oh, will sich verarschen, Bullen noch. Weiter. Was war das? Und sie sollen eine bessere Zukunft haben. Deshalb bin ich hier. Los, hast du was gesehen? Doch, Leute. Darf ich jetzt? Wirklich? Wow. Ich bin endlich mal angekommen nach 50 Stunden. Wow. Dieses Bild ist so lächerlich. Meine nicht. Sie haben sich so verändert. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe bei Gabriella. Familie ist immer für Überraschungen gut. Denkst du, deswegen war dein Vater kein guter Mann? Er war einer der Chefentwickler einer Massenvernichtungswaffe. Nicht als es anfing, Rico. Projekt Iyapa war bestimmt, Leben zu retten. Damit ist es möglich, Tornados zu zerstreuen, bevor sie entstehen. Um Regen in trockene Gebiete zu bringen. Espinosa scheint andere Pläne zu haben. Oscar. Er dachte, sein Vater verplempert das Familienvermögen für dieses altruistische Projekt. Als er es übernahm, änderte er die Zielsetzung. Er wollte eine Waffe aus der Technologie machen, um sie an den Meistbietenden zu verkaufen. Komm und hilf mir hiermit mal eben. Aber als es dann zu einem Waffenprojekt wurde, legte dein Vater seine Arbeit nieder und verließ Solis sofort. Oscar schickte meine Tochter, Gabriella, hinter mir her. Meine Nichte dachte, ich wäre tot. So landete ich hier. Immer noch am Waffenprojekt, nur jetzt. In einer Zeit. Du hast die ganze Zeit nur an Sona Uno gearbeitet? Ja, das habe ich. Bereit, Onkel? Ich glaube schon. Ja. Lösch das Licht. Also, hast du einen Plan, Lancer? Wie gesagt, ich arbeite schon lange an Sona Uno. Der Verlust deines Vaters warf Oscar Jahre zurück. Der Bastard brauchte meine Hilfe, um das wieder aufzuholen. Aber ich habe eine Schwachstelle eingebaut. Wirklich? Über diese Schwachstelle gelangen wir direkt an den Kern. Aber zuerst brauchen wir Zugang zu Sona Uno. Der Kern war unser großer Durchbruch in der Wettermodifikation. Die Wüste war der perfekte Ort, um die Theorie deines Vaters zu testen. Wir hatten volle Kontrolle über einen Sandsturm. Was ist mit den Schienen? Wir fuhren täglich mit dem Zug nach Sona Uno. Die Sandstürme erschweren die Fahrt, aber die Gleise sind noch da.
Wenn wir das Gewicht des Zuges erhöhen, wird er vor dem Sandsturm sicher sein. Genau, Mira. Du brauchst schwere Panzerung. Es stehen einige Panzerzüge bei Estación Atalaya. Wir werden dort bestimmt etwas finden. Wir könnten auch ein Standardzugchassis nachrüsten. Am Grand Central finden wir ohne größere Probleme einen passenden Zug. Dann brauchen wir nur noch einen sicheren Ort für den Umbau in der Nähe von Zona Uno. Estación Perdida? Estación Perdida. Dort können wir arbeiten. Ich denke, wir haben einen Zug. Der bringt uns nach Zona Uno. Aber was machen wir denn dort? Was ist die Schwachstelle? Die Abschirmung dort ist segmentiert. Ich erzählte Oskar, sie sei ausfallsicher. Für die Belüftung? Der Schirm öffnet sich zur Belüftung des Sandsturmkerns, wenn er überhitzt. Und wenn der Schirm offen ist? Dann wird es interessant. Wenn der Schirm offen ist, kann ich vor Ort in die Struktur klettern, um manuell die Verschlusselemente am Schild zu lösen. Dann sollte es möglich sein, dass wir die Stromzufuhr... Was, wenn wir ein Geschütz auf dem Zug installieren? Ein Geschütz? Ja. Wir schießen, wenn die Panzerung lüftet. Die Feuerkraft eines großen Geschützes müsste reichen, um den Schirm zu entfernen, wenn er offen ist. Aber lässt den Kern intakt. Was? Hast du daran nicht gedacht, Onkel? Woher kriegen wir so ein Geschütz? Prospero Torretas. Die haben hochkalibrige Waffen in ihren Geschütztürmen. Wir sollten damit Sicherheit etwas finden. Wird der Kern offen liegen, dann hacke ich mich rein und deaktiviere einen Verteidigungsknoten. Okay, legen wir los. Let's build a Powerzug.